Kennen Sie Ruth Eveler, die Schauspielerin? Sie wurde von der UFA als große Karrierefrau gefeiert. Doch leider wurde es mit dieser Karriere nichts. Ruth Eveler starb mit 31 Jahren. Sie stammte aus Plettenberg. Thomas Rostek erinnert in unserer Jahrhundertgeschichte an die attraktive und talentierte Schauspielerin aus dem Sauerland. Am 19. März 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, wird Ruth Eveler in Plettenberg geboren. Mit ihren 6 älteren Geschwistern wächst Ruth in diesem Haus auf. Die ehemalige Villa Eveler im Ortsteil Arringhausen wird später verkauft. Sie existiert noch und ist bis heute bewohnt. Ruth mit etwa 3 Jahren. Das kleine Mädchen kann wunderbar singen und soll später vielleicht Sängerin werden. Doch dazu kommt es nicht. 1932 sucht ein Shampoo-Hersteller die schönste Blondine. Sie ging zur Schule und diese Klassenkameradin, die sagte, ach Ruth, ich habe das in der Zeitung gelesen und da könnten wir uns doch mal melden, so als Jux. Nicht im Ernst, haben im Ernst gar nicht daran gedacht, aber dann ließen sie sich fotografieren und jede von den beiden musste ein Foto lachend und ein Foto ernst beilegen. Und ja, dann bekam sie eines Tages die Nachricht, dass sie sich melden soll in Berlin. Aber gerade die Klassenkameradin, die die Sache angeregt hatte, die kriegte keine Aufforderung. Ruth hatte in ihrer Bewerbung ihr Alter verschwiegen. Die Schülerin am Lyzeum in Altena ist erst 15 Jahre alt. Doch Ruth hat Glück. Eine ihrer älteren Schwestern lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie verspricht den Eltern, während des Aufenthalts des jungen Mädchens ein bisschen aufzupassen. Und so darf Ruth die Reise zum Nur-Blond-Wettbewerb in Berlin tatsächlich antreten. Aus Tausenden von Bewerberinnen gehört die Plettenbergerin zu den 40 Blondinen, die sich im Hotel Kaisergarten der Jury stellen dürfen. Im Gepäck hat sie ihre Bewerbungsfotos und eine Bescheinigung ihres Friseurs, dass ihre Haare nicht gefärbt sind. Und dann hat sich die Jury für sie entschieden und die UFA gab ihr dann gleich einen Vertrag. Ja, stimmt. Tja, mein Vater, der war sehr zurückhaltend, hat sich gar nicht gemeldet dazu. Der hat immer gehofft. Und er wollte auch nie so richtig ran und wollte die Bescheinigung schreiben, dass er einverstanden ist. Wollte nicht sein? Nee, wollte nicht. Es hat lange gedauert, bis er dir das Einverständnis gegeben hat. Ja? Hm. So, das weiß meine Mutter, die hat das so hingenommen. Die hatte das Temperament dazu. Welche Bedeutung dem Blondinenwettbewerb beigemessen wird, mag die Tatsache belegen, dass die Wochenschau darüber berichtet. Draußen vor der Tür Arbeitslosigkeit und Inflation, im Saal High Society und heile Welt. Durch Zufall ist auch Ruth Eveler im Bild zu sehen. Am Bildrand ist die junge Sauerländerin mit der Nummer 16 für Sekundenbruchteile kurz zu erkennen. Ruths Traum wird wahr. Sie wird zur schönsten Blondine Deutschlands gekürt und bekommt ihren ersten Leinwandauftritt, der, wie sollte es anders sein, noch etwas hölzern verläuft. Beim Nur-Blond-Wettbewerb im Hotel Kaiserhof hat Fräulein Ruth Eveler den ersten Preis als schönste Blondine Deutschlands erhalten. Ich freue mich, dass ich im Nur-Blond-Wettbewerb den ersten Preis bekommen habe und dass ich bei der Deutsch-Universal-Filmgesellschaft ein Engagement erhalte. Das Bühnen- und Filmkünstlerarchiv in Schwerte, nichts anderes als die Wohnung von Gunter Gerke. Der Hobby-Schauspieler und Sänger wurde im alten Plettenberger Kino auf Ruth Eveler aufmerksam. Seit 4 Jahren trägt er akribisch alle Informationen über die Karriere und das Leben der Ruth Eveler zusammen. Sie hat den Nur-Blond-Wettbewerb ja gewonnen und daraufhin bekam sie also zunächst mal Angebote als Fotomodell, hat dann also für mehrere Schönheitsprodukte Werbung gemacht und dann eben halt anschließend 12 abendfüllende Spielfilme, 4 Kurzfilme gemacht und eigentlich immer im ähnlichen Rollenklischee ist sie da zu sehen gewesen, als deutsche Frau. Bevor es mit dem Film soweit ist, kehrt Ruth noch einmal für kurze Zeit nach Plettenberg zurück, um die Schule zu beenden.
Hauptsächlich aber tingelt sie für Werbefotos quer durch Deutschland. Ob Bademoden oder die neueste Hutkreation, die 16-jährige Blondine ist gut im Geschäft. Die Werbeindustrie und das neue deutsche Schönheitsideal, ein erfolgreiches Paar. Nach einigen Kurzfilmen und kleinen Auftritten an der Seite berühmter Stars scheint die große Filmkarriere 1936 möglich. Der Regisseur Dr. Arnold Funk wird auf die junge Plettenbergerin aufmerksam. Als einzige deutsche Schauspielerin engagiert er sie 1937 für den Film Die Tochter des Samurai, der an Originalschauplätzen in Japan gedreht wird. Ein kurzer Ausschnitt. Wie heißt dein Adoptivvater? Iwao Yamato. Iwao Yamato. Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum adoptiert man in Japan einen Sohn aus einer anderen Familie? Um die Ahnenreihe nicht abbrechen zu lassen. Das Blut erhalten bleiben. Aber das würde doch auch erhalten bleiben, wenn eine Tochter da ist. Aber nicht mit dem Namen der Familie. Schöne Sitte. Wird gerade bei uns interessieren. Ja, aber sag mal. Dann musst du doch eigentlich die Tochter deines Adoptivvaters heiraten. 1938 heiratet die 22-jährige Schauspielerin in Berlin den 15 Jahre älteren Frauenarzt Dr. Ernst Raab. In einem Hochzeitsgedicht zu Ehren des Paares heißt es in Unkenntnis der Geografie: In dem Land der Niedersachsen ist die Ruth emporgewachsen, Plettenberg, so heißt das Städtchen, das in keinem Atlas steht. Ruth ist bei ihrer Hochzeit bereits in Umständen. Anfang 39 wird ihre Tochter Gabi geboren, deren Spur sich noch im Kindesalter verlieren soll. Möglicherweise lebt oder lebte sie in Amerika. Die Ehe mit Ernst Raab scheitert. Nach einer verbotenen Abtreibung muss der Ehemann Ruth Evelers ins Gefängnis und verliert trotz Fürsprache des bekannten Leinwandhelden Harry Piel seine Approbation. Noch während der Haft trennt sich das Ehepaar Raab-Eveler. Wir tanzen um die Welt zwischen Hamburg und Tahiti mit dem jungen Gustav Knuth. Nach kurzer Babypause steht Ruth Eveler wieder vor der Kamera. Sie hat ja dann fast jedes Jahr einen Film gedreht. Ist aber leider nie richtig zum Durchbruch gekommen. Und ich denke, das ist auch das gewesen, was sie doch ganz unglücklich gemacht hat. Also sie hat sich ja immer gewünscht, dann doch mal wirklich den Leinwanderfolg zu haben. Sie hat auch ein paar Hauptrollen gehabt, ist aber eigentlich immer nur als schmückendes Beiwerk mit anderen Partnern dann aufgetaucht. Paul Hörbiger, Pola Negri, Hans Moser, Karl Radatz, Gustav Knuth, Harry Piel und viele andere. Die Liste der Leinwandstars, mit denen die Plettenberger Schauspielerin in den Kriegsjahren vor der Kamera steht, ist lang. Ironie des Schicksals, ausgerechnet die Filme, in denen sie wirklich eine Hauptrolle spielt, kommen bei den Nationalsozialisten nicht durch die Zensur und damit schon gar nicht an die Kinokasse. Die Bismarckstraße 84 in Berlin-Charlottenburg. In diesem Haus wohnte Ruth Eveler. An die Schauspielerin aus Plettenberg erinnert hier heute nichts mehr. Eine Gedenkplatte erinnert dagegen an einen ihrer Nachbarn, den von den Nazis hingerichteten Gewerkschafter Wilhelm Leuschner. Vielleicht eine weitere Ironie der Geschichte. Die Schauspielerin und gute Freundin Eva Brauns Tür an Tür mit einem Widerstandskämpfer. In der Berliner Bismarckstraße endet die Geschichte der Ruth Eveler aus Plettenberg. 1947 stirbt sie im Alter von nur 31 Jahren. Eine verschleppte Lungenentzündung, Magersucht oder gar Selbstmord? Die Todesursache wird nie geklärt. Auch ein Grab gibt es nicht oder nicht mehr. Die Karriere der kurzsichtigen blonden Frau, von der es kein einziges Foto mit Brille gibt, diese Karriere endet, bevor sie je richtig begann.